Warum muss ich für etwas zahlen, das mir gehört? Als Wiener gehört es ja mir. Erste Frage. Zweite Frage. Ein Beamter, der von mir bezahlt wird, stellt auf meinem Papier einen Bescheid aus, schreibt es auf meiner Maschine und ich muss für das zahlen. Prinzipiell einmal. Das in Kaisermühlen haben wir ja das Gänsehaar für die Donauinsel. Im Sommer ist das immer recht zugeparkt. Ändert das Parkpickel da was? Sicher ändert sehr viel. Hoffe ich zumindest. Aber ich habe kein Problem damit, ich habe eine Garage für mein Auto. Wer so eine Gelegenheit hat, dass er eine U-Bahn vor der Nase hat und Straßenbahn, der soll das nützen. Und zu Fuß gehen würde ich raten. Wir sind jetzt gegangen durch einen ganz Prater und jetzt gehen wir das und jetzt gehen wir essen. Aber durch einen ganzen Prater. Wir kommen vom dritten Bezirk. Na schön. Ja. Natürlich. Sie haben sich ihr Essen verdient heute. Na, ich habe eh schon Hunger. Barbecue. Was soll ich sagen? Ich habe keine Auto, aber meine Sohn hat Auto. Immer Parkpicker. So, wenn falsch ist, immer Strafe ist alles so. Jetzt sind so viele Parkplätze frei und die ganzen Einpendler, die nach Wien und die ganze Stadt verstinken, müssen draußen bleiben und müssen sich jetzt da umschauen auf eine Parkgarage oder in den Zug einsteigen oder was auch immer. Oft stehen da die ganze Woche die Autos, die stellen das Auto ab und fahren dann mit der U-Bahn zu ihrem Arbeitsplatz. Nicht? Also in Kaisermühlen ist das fein. Super, danke. Ist in Ordnung. Und für die Leute, die hier nur arbeiten, pendeln? Ja, das ist auch gut. Was soll ich sagen? Mir ist das wurscht, ja. Für mich ist es ganz schlecht, weil ich habe oft was zum Mitnehmen fürs Geschäft und muss jetzt mit der Schnellbahn fahren und alles eigentlich per Hand tragen, weil ich keinen Parkpickel habe. Da gibt es keine Ausnahmeregelungen für Lokale oder sowas? Ich habe einen Parkpickel im 11. Bezirk und das brauche ich leider für zu Hause. Wir Geschäftsleute müssen eigentlich sehr viel zahlen, wenn wir doppeltes Parkpickel haben und in der heutigen Zeit können wir sich das nicht wirklich leisten. Mehr Parkplätze für uns. Ja? Ja, es sind sehr viele Auswärtige da. Nehme ich an, ja. Das ist halt ein Nachteil, wenn jemand auf Besuch kommt und länger bleibt, ist das echt ein Problem. Aber generell gute Sache, finden Sie? Ja, auf alle Fälle. Ja. Ein paar Kleinigkeiten können gelöst. Zum Beispiel, wenn unser Sohn eine Woche zu uns kommt, haben wir ein Problem mit seinem Auto. Ja, leider kommt es. Man kann nicht mehr frei parken, ohne dass es was kostet. Hätten Sie eine bessere Idee, wie man das lösen mit der Autosituation in Kaisermühlen? Also momentan habe ich keine Lösung parat. Nein, momentan nicht, bitte. Ja. Da müsste ich nachdenken. Ja. Wenn dadurch mehr Parkplätze frei werden, dann finde ich es gut. Ja. Und sonst nicht. Weil sonst zwei unnötig und das bringt. Ich habe aber nichts davon, aber das werden wir sehen. Es sind nicht so viele ausländische Kennzeichen dann da und die Parkplätze komplett voll sind. Was waren das für ausländische Kennzeichen? Es waren Deutsche, es waren Serben, es waren viele. Also es waren viele Rumänen, Polen. Ja, also da hinten überhaupt auf den hinteren Parkplatz. Und wir selber dann keinen Parkplatz finden. Ich meine, wir haben da drinnen einen, aber die anderen natürlich. Ich finde es ehrlich gesagt grenzgenial, weil was sich da früher abgespielt hat mit den Autos, das war unerträglich. Und wie man wirklich deutlich sieht, ich meine, man braucht ja nur mal da runterschauen. Ist 100:1 eine wesentliche Beruhigung, sagen wir so.